Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Chaos of Deponia. Und einfach, weil wir es können. Ja, das wird die So, vorspulen. Er geht daher. Hey, was soll denn das? Du sollst... Ich bin blind! Ich bin blind! Dieses Gelache im Hintergrund, das Geklatsche, das ist so typisch Sitcom. Hey, wir haben nicht mehr depressive Delfine. Den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Ja. Komm hier, gehen wir wieder nach vorne. Um die Schleuse auf. Schleus mal die Delfine. Komm, Fischi, Fischi. So, Delfine sind da weg. Jetzt sind sie nämlich hier, das ist gut. Und diese Turbine geht mir auf den Arm. Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern. Flossen hoch. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Stolz. So, was müssen wir jetzt machen? Okay. Mein Kopf juckt. Radar. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Oh Gott. Rufus. Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Was? Ach da. Boah, das verwirrt mich echt. So. 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 Vorwärts. 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 Links. Links. Vorwärts. Vorwärts. Scheiße. Geradeaus. Links. Da ist das nervig. Geradeaus. Den nochmal geradeaus. Den auch einmal. Den nach rechts. Den, das war doof. So, so. Drehen. Geradeaus. Rechts rum. Geradeaus. Links rum. Geradeaus. Rechts rum. Links rum. Geradeaus. Rechts rum. Geradeaus. Rechts. Rechts rum. Rechts rum. Geradeaus. Links rum. Geradeaus. Links rum. Ah. So eine Scheiße. Ich habe für so ein Spiel keine Geduld. Da.
jetzt der rechts rum. Der kann auch einen geradeaus. Der darf rechts rum. Ja gut, wir haben es geschafft. Halbwegs, nachdem ich überspringen geklickt habe, weil es mir einfach zu nervig wurde. Ich hätte es bestimmt hinbekommen, wenn ich eine halbe Stunde noch weitergemacht hätte. Nein, verdammt! Torpedo-Delfine! Kaboom! Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Zur Hälfte? Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Das war jetzt gerade echt verwirrend. Tauchanzug an den Haken. Passt. Was ist denn hier noch alles? Wasserhahn, Lampe. Eine Lampe. Schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Dass ohne Ausrüstung, ich hasse das, hat mir... Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja. Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ich hätte ganz gerne den Sprecher vom Boso mal gesehen. So im echten Leben so. Was? Schlauch. Schlauch. Knopf. 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 Keine Ahnung. Gehen wir erstmal wieder hoch. Können wir die Kerze mitnehmen? Jo. Gut, dann gehen wir erstmal rein. Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich hab schon Schlimmeres gegessen. Da sind nur noch Reste. Tatsächlich? Was? Sei mal... Ich hab schon... Goal muss nicht. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es. Ich meine, einzuschmelzen. Mhm. Topf mit Wachs. Top. Das ist ein Top mit Wachs. Ich schick mal die Delfine. Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, sie lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Hm. Verdammt. Ich finde schon einen an. Oh, die Klingel, die können wir jetzt benutzen, genau. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Jetzt! Gleich nochmal! Was gibt es? Rate doch! Ein Klingel. Oh, du legst mir die Schatten! Gleich noch. Bringt uns, glaube ich, nicht weiter. So, was können wir noch machen?
Was? Kran, Brozo, Luke, in den Kutter, klingeln. Das ist eine Vogelschule. Wow. Ich bezahle. Du bezahlst. Was denkst du? Wow. Ich bin was bereit für. Ja, hier können wir auch nichts machen. Können wir hier in die Luke rein? Verdammt zu! Ich finde schon. An Deck, Doc. So, hier steht. Wo er das Wachs in die Türdelle gießt. Was für eine Türdelle. Ich habe es nicht gesehen. Übersehe ich hier irgendwas? Topf mit Wachs in die Luke oder was? Dafür brauche ich. Nicht wirklich. Das ist keine Delle, das ist ein Wasserhahn. Es ist Bosos Topf, also muss er. Für den Verschlag. Ich behalte die Sache. Aha, ich verstehe. Du sollst nicht in den Kutter gehen, du Penner. Gleich nochmal. Was gibt es? Rate doch mal. Ein Klingel. Oh, du legst mir die Schaff. Da ist keine Delle, Freunde. Gleich nochmal. Was gibt's? Warte, ein Kordelisch. Gleich. Was gibt's? Warte, ein Kordelisch. Gleich noch. Gleich. Ein Kordelisch. Da komme ich. Jetzt habe ich doch Tat von diesem Augen. Und jetzt. Brauche ich dafür vielleicht die andere Goal? Die Krawall-Goal. Mit dem leicht anderen Gesicht. So. Kalingel. Was denn, Rufus? Rufus! Verdammter, beim nächsten Mal schmeiß... Das. Gleich nochmal. Was? Aha. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Das klingt schon ein schmerzhaft. Denn ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. So. Es sieht vielleicht so aus, als in... Es sieht vielleicht in Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Es sieht vielleicht so aus in wirklich Huch. So, Tauchhelm. Was soll denn das darstellen? Rufus, so kann ich den Anzug nicht runterlassen. Er ist zu leicht. Schon eben nicht. Es sieht vielleicht so in wir- Aha. Langer es sieht vielleicht in Wirklichkeit aber hat sie bereit für- Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Die Idee taucht nix. Das bringt mich nicht weiter.
Okay, ach so. Bist du noch mein? Vertrau mir, die Delfin. Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich aus. Da ist jetzt kein. Ray Coulson. Die Idee taucht. Zeit, Ray. Hey, Bo, endlich wieder genauso. Tja, aber ich deswegen. Du hast. Ja. Hilfst du mir dabei, die Puppe? Glaubst du, sie schlucken? Ja, nein, die Viecher. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Na gut. Haben wir da unten jetzt irgendwie ein Loch in der Wand oder sowas? Eine freigesprengte Tür. Quelle. Oh, Musik. Auch mal was Neues. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Ausreichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Deponia. Jetzt auch mit Wochenendarbeit. An dem Sprengturm. Im Sonnenuntergang.